Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Anirul P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge sind wir aus der Kanalisation entkommen von diesen Sargent-Viechern. Und ja, wir sind immer noch auf dem Weg zurück nach Sektor 5, glaube ich, wollten wir hin, oder 6, zu irgendeinem Sektor. Und ja, wir wollen immer noch den Plan von Shinra vereiteln. Und ja. Aber erstmal müssen wir hier durch diesen Zugfriedhof oder wie auch immer das nochmal hieß hier. Eisenbahnfriedhof, da steht es doch. So, ich schaue nochmal hier ganz kurz rein. Ich glaube, ich habe ja schon reingeschaut. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich wollte noch irgendwas machen, aber ich habe schon wieder vergessen. Ah ja, wollte mal gucken, ob er schon von dieser Waffe das gelernt hat. Nee. Ende mit Schrecken muss ich einsetzen, damit ich das mal irgendwann lerne. Dann könnte ich auch vielleicht wieder zu einer anderen Waffe irgendwann übergehen. Aber wir gehen erstmal hier durch. Und ich glaube, ich muss den Ton ein bisschen lauter machen, weil ich höre nichts. Gut. Zack. Alles klärchen. Dann gucken wir mal, was hier so auf uns wartet. Wie wir hier weiterkommen und so. Die Mädels sind schon mal vorgegangen, ne? Und wir folgen dann mal. Da kommt man noch nicht hin. Alles klar. Gut. Dann hier hoch. Das reinste Labyrinth. Ich glaube, das Kapitel ist irgendwie Geisterstunde, ne? Und sammeln hier Schrott. Hinter dem Bahndepot dort liegt Sektor 7, wenn ich mich nicht irre. Lasst uns da lang gehen, wo es beleuchtet ist. Beleuchtet? Da sind wir doch auf dem Weg nach Sektor 7. Das Licht weist den Weg. Und hier ist sehr viel Platz. Hier kommen doch bestimmt Gegner. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Eris. So, alles klar. Unheimlich, hier ist keine Menschenseele. Nachts kommt hier niemand hin. Nicht nur wegen der. Warum soll ja auch jemand sein? Auch wegen der Gerüchte. Gerüchte? Na, dass es auf dem Eisenbahnfriedhof angeblich spuken soll. Es heißt, dass wer sich hier nachts hin verirrt, nie mehr zurückkehrt. Hier soll's spuken? Das sind sicher nur Ammenmärchen, glaube ich auch. Aber genau. So wie Monster, Magie und so, ne? Pff. Das ist irgendwann, weil ich noch nie in Rollenspielen verstanden habe hier. Tales of Vesperia auch, weil ich einer der Hauptcharaktere hat Angst vor Geistern. Dabei gibt's Magie und Monster und alles andere Übernatürliches, aber Geister, ne, das ist voll außer Frage, ne? Weiß ich nicht. Überraschenderweise ist das immer bei Geistern irgendwie so. Alles andere ist vollkommen normal. Ne? Kann man alles wissenschaftlich erklären. Also ne? Habe ich euch schon. Ja. Wenn ich dir helfe, ja? Wieder andere Kampf. So. Problem ist, ihr müsst mal. Ja. Gar nicht mal schlecht tiefer. Hey, es hat Stufe 21. Okay. Hat sie irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Dinger hier zum Lernen? 11, 21. Ja, sie muss ja sowieso das hier noch ausrüsten, also lass mal erstmal. Okay, oh, sie gerade Boxen. Ein Boxenstopp für mich. Geht nur der eine Weg, ne? Ja, warte mal, konnte ich da nicht gerade irgendwo rein? Okay, gehen wir erstmal hier lang. So, Problem ist natürlich. Oh, da sind so Hände dran, sehe ich gerade. Gruselig. Okay. Weiß ich nicht, ich muss ja zwei Punkte benutzen, zwei ATB-Punkte, um diese eine Fähigkeit zu erlernen. Aber wie sonst auch immer sind die Gegner hier viel zu schnell am Frecken, bevor ich überhaupt irgendwas raushauen kann. Also ja, Nachricht sind wir hier auf der anderen Seite. Sind wir, oh, ich sehe gerade, die ist lila. Da ist irgendwas Geiles drin. Mithril-Stab, super, noch eine neue Waffe. Ich habe leider noch ihr Alt hier ausgerüstet. Wie viel kostet die ihre Fähigkeit? Oh, guck mal. Ich weiß nicht, wenn ich einen Lichtschaden erhöht den Schaden bei mir gegen einen Schockzustand. Verbraucht zwei ATB-Einheiten. Ich glaube, ich sollte mich mal angewöhnen, das jetzt zu machen.
Wie tue ich noch mal Dings hier wechseln? Anführer wechseln. So, ich glaube, sie brauchen ja nur ein ATB, ne? Dann können wir ja für sie hier erstmal die Fähigkeit lernen, weil Cloud hat sowieso nur eine Waffe, tiefer auch. Und damit ich die neue Waffe mal ausrüsten kann, sollte ich vielleicht erstmal für Aries hier die Fähigkeit lernen. So. Was ist das hier? Nichts. Einfach nur ein weißes Teil. Oh, ist eine Leiter. Nee, kann ich nicht hoch. Okay. Dann gehe ich eben hier hoch. So, jetzt gib mir mal etwas toughere Gegner, damit ich hier auch meine Fähigkeiten einsetzen kann, bevor ihr fragt. Okay, finde ich gut, dass hier bisher nur wenige Abzweigungen sind. Achso, ich muss noch runterdrücken. Nur R2 reicht nicht. So. Oh. Was war denn das? Bestimmt nur der Wind. Ja, ich will die Boxen kaputt machen. Ich will noch nicht dahin. Okay, dann gehen wir eben dahin. Hi, na? Ihr seid neu, ne? Wertanalyse kann ich jetzt nicht sehen. Du wahrscheinlich, ne? So, du. Greifkäfer, blöd. Nicht übertreiben. So, und jetzt. Magischer Diener. Einfach einsetzen. Noch mal, wenn ich die Fähigkeit lerne. Oh, noch mal, ich weiß aber nicht, ob das mehrmals pro Kampf irgendwie zählt. Ich glaube, das zählt mal, wenn man das einmal einsetzt. Deswegen noch mal tiefer hier auf Hochtoren, glaube ich, ihre Fähigkeit, ihre neue. Ja, ich glaube schon. Hast du auch gerade gehört? Um die Zeit sollten hier eigentlich keine sein. Wer war das dann? Ich habe leider meinen Fernseher nicht so laut, deswegen höre ich das nicht. Auf Hochtouren, magische Diener. Ich kann den Sound leider nicht so hoch machen. Wenn ich mit Kopfhörer spiele, die ich in meinen Controller einstecke, dann nimmt mein Aufnahmeprogramm irgendwie nicht den Sound vom Spiel auf. Weil ich ein bisschen doof bin. Bei der PS3 ging das, glaube ich. Konnte ich mich etwas so besser ins Spiel so reinfühlen, weil ich den Sound halt immer klar und deutlich gehört habe. Bei PS4, die ist viel zu modern, bei der klappt das nicht. Okay. Oh, hier? Okay. Aber ich nehme an, da waren mal Kinderstimmen. Hier soll es irgendwie gruselig sein, ne? Weil nicht. So eine Sache, deswegen werde ich oder fliegt irgendwas. Das habe ich gesehen. Da sagt niemand was zu. Okay, so ein blaues Licht war am Fliegen rechts. Dazu sagt niemand was. Jetzt ist es weg. Oh. Oh, hübsch. Jetzt kommen nämlich wir. So, immer weiter links einsetzen erstmal. Ist das alles? So, ich weiß jetzt immer noch nicht, wenn in der Zeit wirken Einsatz von Magie und Fertigkeit ein Zwitz, dann ist nicht gut. Flip, flip, wat? Flip, flip. Gott. Das ist gut, tiefer ist nur eine Ratte. Oh Gott. Egal, ich habe die Fähigkeit gelernt. Das ist auch was wert, oder? Also, ist das, kann man das doch mehrmals pro Kampf einsetzen. Okay. Iris bleibt hier.
Okay, Tifa, du gehst auch. Mädels, hier ist doch noch ein anderer Ort, den man erkunden kann. Meine Güte. Alter. So, Waffenmodifikation. Tifa, warte mal, erstmal gucken, was das für Werte hat, der Teil. So, da haben wir jetzt gelernt, ne? Okay, das hat nur drei Dinger. Hat aber unglaublich viel Magie. Na gut, dann gucken wir mal. Zeig mal, was das hier so drauf hat. Zeig mir, was du kannst. Es hat nur ein Ding. Zusätzlicher Materia-Slot. Da. Boom. Ah, das verbindet nur. So, komm. Nein. Fehlt mir noch einer. Aber die Dinger hier sind cool. Magie. MP Boost, ja auch nicht schlecht, ne? Magische Attacke, ja. MP Maximum plus 13, ja. Eine Ding schon erledigt. Ich nehme an, das hat dann auch nur zwei Dinger, ne? Weil das schon an sich so stark ist, der Teil, ne? Und das hat nur vier Dinger. Die anderen, die ich schon von Anfang an habe, die haben alle vier Dinger. Damit die halt ja mithalten können mit was ich mit den anderen Waffen, nehme ich an, ne? Also keine Ahnung. So, das Ding ist mal eiskalt stärker. So, welches Ding geht jetzt hier verloren? Effizienz blocken, ja, schon okay. Haben wir eben keine Effizienzblocken mehr. So, alle und heilen, Glut, Barriere, Dingens. Frag mich, ob es hier auch Waffen gibt, die irgendwie das Materiawachstum erhöhen. Und die gab es nämlich im Original auch. Die haben irgendwie, weil nicht so ein Doppelteffekt drin gehabt. Und dann bekommen irgendwie Materien mehr Erfahrungspunkte. Also doppelt oder dreifach, je nachdem. Und im Fall der ultimativen Waffen gar keine. Weil es halt ultimative Waffen sind, ne? Pff, Eingel. Was? Wrong way. Ich bin auf einmal erkunden, du. Ich versuche herauszufinden, was das für Bilder sein sollen. Das soll, glaube ich, ein Mogri sein, hier, das Ding, ne? Weiß nicht. Ich weiß nicht. Warte mal. Trifft mich das überhaupt? Ja, geil. Okay, war ich jetzt hier überall? Ja, ne? Na gut, dann weiter geht's. Geht auch hoch. So, Mädels, warum geht ihr denn schon so weit vor? So, hier kommt noch so was von Gegner. Oh, das habe ich gesehen. Okay, das habe ich gerade gesehen. So, Cloud hat schon lange nicht mehr eine neue Waffe bekommen. Deswegen versuche ich mal, seine Dinge jetzt hier zu lernen. Oh, oh Gott. Bevor ich jetzt schon wieder eine neue Waffe reingeschoben bekomme. Ende mit Schrecken. Kritisch. Alter. Oh Gott. Wie ist das schon wieder passiert, ey? Nur wieder voll am Frecken, ey. Au. Ja, passt du ein. Alter. Passt du einen Moment mal nicht auf, ne? So, sie hat es noch nicht, ne? Alter. Leute, hört auf. Boah, und dann tue ich, sobald ich meine Abwehr hier auflöse, kommen sie direkt auf mich los, ey. MP Boost hat die nächste Stufe erreicht. Geil. Ey, ich war die ganze Zeit am Blocken, ne?
die ganze Zeit. Und immer wenn ich meine Abwehr aufgelöst hat, direkt dann haben sie angegriffen. Ey. Ja, halt. Wir machen Fortschritt, wir kommen ja wenigstens weiter. Deswegen habe ich mich schon gefreut, hier weiter zu spielen. Final Fantasy 7, hier komme ich wenigstens weiter. Im Tales of Vesperia bin ich immer noch am finalen Boss dran. Ey. Ich bin schon 10 Level über den, ich kriege immer noch auf die Fresse. Ja, TP Boost kann man machen. Ja, schon langsam nicht mehr witzig, ey. Ja, auch voll Unfälle, finale Boss. Der bringt meine AP auf 1, dann haut er mich direkt irgendwie, weil nicht weg. Voll kacke, der finale Boss, ey. Ich habe mich so aufgeregt bei der letzten Aufnahmesession. Macht irgendwie gar keinen Spaß mehr, ey. Da will ich das Spiel irgendwann mal durchspielen. Ich bin schon über ein Jahr an dem Spiel dran. Ich habe irgendwann zwischendurch mal Pause gemacht. Deswegen dauert das auch so lange. Und ja, bin ich schon wieder am Trainieren. Jetzt versuche ich irgendwie 20 Level höher zu sein. Und wenn ich dann immer noch auf die Fresse kriege, dann höre ich auf, das Spiel zu spielen. Jetzt ganz ehrlich. Er trägt mich langsam so auf. Okay. Ja, da kommt mir bekannt vor aus dem Original. Warte mal. War ja nicht gerade nur was? Nö. Musst du ja bei die Züge so rumlaufen, muss man nicht irgendwie auch einen Zug irgendwie aktivieren, damit er weitergefahren ist, damit er sich bewegt hat, damit man irgendwie eine Brücke irgendwie gebaut hat oder so. Irgendwie so war was Aeris. Ich wünsche mich immer noch, wie ich Aeris sage, obwohl sie eigentlich Aeris ausgesprochen wird. Seid ihr okay? Alles noch dran, glaube ich. Kein Problem. Guck mal. Komm mal. Ganz schön dreist. Wartet ihr einen Boss irgendwann? So ein Geisterboss? Auf diesem Weg. Ist diese Nachricht etwa für uns? Ach, wat? Für jeden sein. Ich habe übrigens mal, weiß nicht, bei einigen Leuten ein Let's Play reingeschaut hier, so eine Folge oder zwei. Da habe ich auch zum ersten Mal auf Englisch war das, aber da habe ich auch die englischen Stimmen mal gehört und ich finde irgendwie die deutschen Stimmen viel besser. Weil nicht, die hören sich alle irgendwie so komisch an in Englisch. Weiß nicht wieso. Ich finde die deutschen Synchro ausnahmsweise mal besser. Japanische kenne ich noch gar nicht. Wir sind immer so die Hauptdinger. Okay. Was zur Hölle? Dann los. Aber keine Sorge. Wir haben doch einen furchtlosen Bodyguard. Nicht wahr? Oder? Geister sind nicht mein Metier. Keine Ausflüchte, hörst du? Mach deinen Job. Aber nur, wenn ihr mich loslasst. Nein. Ich will mich ehrlich gesagt noch hier umschauen oder so. Okay, hätte ich nur so stehen bleiben können. Schade, dann hätte ich das gemacht. Mori-Medaille. So. Na gut. Was war das? Seht mal, da vorne auch. Da links war irgendwie was. Habe ich natürlich wieder nicht gesehen. Da oben sehe ich, glaube ich, eine Materie. Wenn ich mich nicht irre. Na gut. Komm, gruselige Geräusche, lass da hingehen. Hab ich dich? Na, wollen wir reden? Hä? Nee, ich glaube, der will nicht reden. Oder?
Geist. Oh, ich habe noch. Arbeiten wir im Team. Na, Gott, wir hatten normale Analyse klaut, ne? Geist. Ich habe den verfehlt, weil er. Oh, ehrlich. Wirkungslos. Okay, ist ein Geist, ne? Ja. Normale Angriffe bringen nichts gegen den. So, ich setze nochmal Analyse ein, ne? Und Belu. Okay, wirksam, leicht ist denn Feuer, Ding. Okay. Aber ich muss ja noch Sachen lernen. Hier, boom. Wirkungslos. Alles wirkungslos. Ah. Oh, sie kann treffen. Strahl der Vergeltung. Zeig mal. So geil. Oh, das sieht wunderschön aus. Ein Besitzname? Nein, geh weg. Ah, ich habe mir irgendwie gedacht, dass so was passiert. Sturm. Oh, ich bin abgehauen. Oh, ist er, glaube ich. Au. Okay, heilen. Was? Geist? Wieso konnte ich einen Geist anvisieren? Ach, weil Heilmagie Schaden gegen den macht, vielleicht. Hä? Okay. Warte. Was willst du denn mit dem Schwert machen? Cloud, das macht doch keinen Schaden. Nun, also. Was zum? Ich glaube, die wollen den Zug auf uns schmeißen. Aber nicht sein nett. Wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Na gut. Ich wollte mal ganz kurz was gucken. So, sie hat. Man hat ihre stärksten Dinger. Nein, das hier ist das stärkste. Das hier hat aber 4. Das hat mehr Magie, das hat 4 Dinger. Ich meine, 4 Materie sind 4 Materien, ne? Oh Gott. Oh, hi. Da hinten sind Gegner. Okay, wenn ihr mir ja schon Gegner gibt. Da kann ich nicht rüber springen, ehrlich. Ich will keinen Ärger. Nicht aber. Kommt übrigens keine normale Kampfmusik. Ich kann nicht genau hören, was für eine Musik hier kommt, aber ist nicht die normale Kampfmusik. Okay, das ist ein krasser Angriff. Nein. Fäng er mich von Eris. Hauptsache eingesetzt. Huja! Bonk. Hab ich den verfehlt gerade? Ich habe den verfehlt. Gibt's jetzt nicht. Na gut. Auf alle. Oh. Das wäre aber auch echt zu viel Schaden kriegen, ey. In jedem einzelnen Kampf. Ah.
Ist da irgendwie nicht aufmachen. Und jetzt. Na, anderen. Andere Richtung. Okay. Nein. I didn't sign up for this. Außerdem war da noch was, was ich erkunden konnte, glaube ich. Auch nicht. Nee. So. Ja. Ich dachte, ich kann da noch hin. Egal. Na gut. Ihr habt's gehört, der Zug fällt gleich ab. Also steigen wir mal besser ein, bevor der wegfährt. Nächster halt Eisenbahnfriedhof. Aber wir sind doch schon da. Da ist schon wieder so ein blaues Licht. Aber echt mal. Geht es dort oben. Aber echt, ey. Mann. Warte, was? Also. Keine Ahnung. So, ich wittere Rätsel-Action hier. Ich kann mich aber natürlich auch irren. Soll hin und wieder mal vorkommen. Komm schon. Sind bestimmt alles Anspielungen. Ich erkenne sie noch nicht, weil sie so komisch gezeichnet sind. Mori-Medaille. Na guck mal da, da haben wir eine Truhe. Und was ist hier? Zwecklos. Der kriegt keinen Strom. Warum hat eigentlich nie irgendwas Strom? Aber irgendwo muss ich die Stromversorgung steuern lassen. Irgendwie müssen wir immer Strom irgendwo einstellen. Ne? Kann man nicht einfach Blitz einsetzen? Ein Schatten im Kontrollraum. Irgendwie geht es da entlang, obwohl mir da Dings gesagt hat, ich soll in diesen einen Raum reingehen. So. Gucken wir mal hier. Und da haben wir. Hey, dich kennen wir doch. Niederer Schimmer. Du warst doch mal irgendwie so ein Auftragsboss, irgendwie so. Ich treffe die Säule hier. Aber darüber das sein soll. Der ich hau ich mit einem Laserstrahl weg. Pass auf. Ah! Komm schon, bist gleich geschockt. Total der Vergeltung! Ah. Geschicklichkeitsbonus halten. Cool. Aber ich habe auch gesehen, 168 hatte der gerade. Gothic Armreif. Na, klingt doch schön neu. Drei Dinger gibt das. Modebewusste junge Leute. So hat er drei. Wäre doch was für Cloud, ne? Gibt mehr physische Abwehr. Naja, sowieso. Kein Wunder, warum er so viel Schaden nimmt, ey. So, dann können wir ihn hier. Ich habe da letztens. Nee, habe ich nicht. Ich habe mit Tifa, glaube ich, eine Waffe gewechselt, ne? Meister der Gegenstände. Ich habe so das Gefühl, das könnte irgendwann voll nützlich werden, aber. Ich nehme an, irgendwann ist hier alles irgendwie voll nützlich. Bei Aktivierung mit der Stand der ATB-Leiste verdoppelt. Das warten wir mal das mal rein. Okay. So, dann würde ich aber sagen, das war's für diese Folge. Ne? Wir haben schon wieder 30 Minuten. So lange geht nur mal eine Folge. Ne? So, wo gehe ich gleich als nächstes hin? Die haben mir gesagt, ich soll hier reingehen. Ne? So, besser wäre natürlich, wenn die Tür jetzt hier verschlossen wäre, ne? Nö. Jetzt bin ich verwirrt.
Gut. Warum kann ich hier nur gehen? Irgendwann spielt das Spiel jetzt hier wieder. Was? Hey! Hey! Das ist mal gegen zwei von denen kämpfen sich gerade. So, Strahl der Vergeltung. Ah, ah. Okay, mein Angriff wird aber nicht abgebrochen, gut. So, hatte Tifa jetzt schon Dings voll gelernt? Ich glaub ja, ne? Autsch. Ah, nee, nicht schon wieder. Au. Alter. Oh, ich bin voll am Abzucken. Ah. Ey, schon wieder? Ehrlich? So, warte mal, gegen was seid ihr anfällig? Gegen Feuer. Habe ich doch bestimmt, ne? Ja, hier. Das. Das. Aua. Na, super. So, bitte nicht uns töten. Bitte auf ihn los, damit er stirbt. Schon wieder. Ist ein Geist, ne? So, Strahl der Vergeltung. Ah. Und Cloud hier, also nicht Feuer. Schon sagen, wenn er jetzt schon wieder hier mit seinen Dings kommt, ne? Kann ich nicht Engel auf den einsetzen und den töten? Ha! Hat so geklappt. Das ist normalerweise bei Untoten immer der Fall, ne? Untoten meine ich normalerweise ja Zombies und so, aber anscheinend auch Geister, ne? Ich meine, ja, okay, egal. So, das war's dann für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter hier auf diesen Geister Eisenbahnfriedhof. Ich bedanke mich alle jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ihr eins, lasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.